Heftige Brände wüten im Westen der italienischen Insel Sardinien und treiben hunderte Menschen in die Flucht. Auch viele Touristen seien vor den Flammen geflohen, hieß es. Nach Angaben der Behörden sollen rund 20.000 Hektar Land verbrannt worden sein. Der Gouverneur der Insel sprach von einer beispielslosen Katastrophe. Laut Feuerwehr waren rund 7.500 Rettungskräfte im Einsatz, um unter anderem bei den Evakuierungen zu helfen. Es gab zunächst keine Berichte über Tote oder Verletzte. Die Katastrophenschutzbehörde sprach von einer weiterhin extremen Gefahr. Heiße Winde erschweren die Löscharbeiten. Der italienische Außenminister Luigi De Maio bat um Hilfe aus anderen europäischen Staaten. Zwei Flugzeuge aus Frankreich und zwei aus Griechenland trafen bereits ein, um die Löscharbeiten zu unterstützen.